Gott ist dein Vater und Gott liebt dich über alles. Ich begrüße dich ganz herzlich zu deinem Satsang zur Rückerinnerung an deine Wahrheit heute mit der Lektion 224. Und alle, die sich mit dem Kurs beschäftigen, die wissen natürlich, dass es hier um die Einheit geht, um das Ganzsein mit Gott und die niemals dagewesene Trennung. Was bedeutet das, wenn man geliebt ist von Gott? Gott wurde von den Religionen zu einer abstrakten Macht erhoben, zu einer Kraft, die über uns wirkt, über uns herrscht. Und vielen ist gar nicht bewusst, dass Gott in uns ist, durch die Liebe. Gott ist Liebe. Gott ist Freude. Und Gott liebt seine Anteile, seine Fragmente, die hier auf diesem Planeten, der Kurs sagt dazu Schlachtfeld, ist ein hartes Wort, hier herumirren, versuchen, ihre Körper zu schützen, dass ihnen nichts zustößt. Versuchen, ihr Hab und Gut zu sichern und sind den ganzen Tag damit beschäftigt, im Außen zu wirken, wobei das Außen ja nur ein Traum ist, eine Illusion. Und heute in der Lektion 224 sagt der Kurs, Gott ist mein Vater und er liebt seinen Sohn, er liebt dich. Gott ist die reine Liebe. Und jetzt schließ einmal die Augen und spür mal, ob es dir gelingt, dich fallen zu lassen und Ja zu sagen zu dieser Liebe. Ja, ich bin geliebt. Ja, ich bin getragen. Ja, ich bin in Sicherheit. Und wenn wir innen aufgeräumt sind und die göttliche Ordnung in uns spüren, dann wissen wir, dass wir die Götzen im Außen nicht mehr brauchen. Denn merkwürdigerweise schaffen wir uns Götzen an. Das kann alles Mögliche sein. Menschen, Geld, Status, Besitz, der uns vermeintlich sagt, wie vollkommen wir jetzt sind, wie bedeutsam wir jetzt sind, wie frei wir jetzt sind. Doch das sind wir alles schon vorher, denn wir sind Geist. Nicht begrenzt auf einen Ort, auf eine Zeit. Wir sind Geist der Ewigkeit. Und jetzt schließe nochmal deine Augen und stell dir mal vor, um deinen Körper herum ist jetzt mit Kreide ein Kreis gezeichnet. Du hast in der Länge deines Armes um deinen Körper herum einen Kreis gezeichnet. Und du stehst in der Mitte von diesem Kreis. Kann denn dieser Kreis dich jetzt davon abhalten, darüber zu treten? Nein. Denn diese Grenze, die du mit der Kreide, mit diesem Stück Kreide gezogen hast um dich herum, das siehst du auf dem Asphalt, dass da jetzt ein Kreis gemalt ist. Aber du machst einen Schritt und du bist draußen. Und genauso ist es für deinen Geist. Glaubst du wirklich, dein Geist bleibt in diesem kleinen Körper, in dieser Begrenzung? Geist, Liebe ist allumfassend. Und deshalb ist es auch so wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, was wir denken. Zu wissen, welche Gedanken gehen denn raus aus meinem Kreislauf?
Was bringe ich denn in Umlauf? Ich muss die Verantwortung übernehmen über meine Gedanken, denn es gibt keine privaten Gedanken, die ich einfach mal so denke vor mich hin. Urteile, Meinungen. Es ist alles für ein Selbst. Und wir alle sind hier ein Selbst, geliebt von Gott. Und der Kurs schreibt dazu: Meine wahre Identität ist so sicher, so erhaben, sündenlos, herrlich und groß, so gänzlich mildtätig und frei von Schuld, dass der Himmel sich an sie wendet, an meine wahre Identität, damit sie ihm Licht gebe. Meine wahre Identität als eins in Gott erhält ebenso die Welt. Sie, die wahre Identität, meine Göttlichkeit, meine Strahlkraft, meine Schöpferkraft, ist die Gabe, die mir mein Vater gab. Und auch diejenige, die ich der Welt gebe. Es gibt keine andere Gabe als diese, die gegeben oder empfangen werden könnte. Dies ist die Wirklichkeit. Und nur dies. Dies ist das Ende der Illusion. Meine wahre Identität ist die Wahrheit, ist die Wirklichkeit. Bitte schließe nochmal die Augen und spüre. Der Körper ist vollkommen bewegungslos ohne deine wahre Identität. Der Körper von sich aus kann überhaupt nichts unternehmen. Er ist ein Haufen Materie. Und deine wahre Identität, deine göttliche Identität, ist der Geist, der träumt. Der Träumer. Und nicht die frei erschaffene Traumfigur in diesem Körper. Und das macht den Unterschied in deinem Leben. Wache auf, erkenne deine wahre Identität. Mein Name ist dir immer noch bekannt, o Vater. Ich habe ihn vergessen und erkenne nicht, wohin ich gehe, wer ich bin oder was ich tue. Und so oft werden wir gefragt in unserem Leben, wer sind Sie denn? Was machen Sie denn beruflich? Auf die Frage, wer sind Sie denn, könnten wir reinschreiben, göttlicher Geist, der hier seine Erlösung sucht von seinem Ego. Und was machen Sie denn so beruflich? Wäre die wahre Antwort, andere erlösen, indem ich mich selbst erlöse. Das ist unsere Funktion. Und dann stehen wir ein Leben lang unter Druck, die Persönlichkeit zu optimieren, unser Auftreten zu verbessern. Und am Ende ist es die falsche Identität, die Persönlichkeit, den Körper, die wir hätscheln und tätscheln, abwehren, Angriffe vereiteln, in Konflikte mit anderen geraten und streiten, um uns zu schützen.
Unsere wahre Identität ist nicht angreifbar. Ich bin eins in Gott. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Gott ist reine Liebe, also bin ich es auch. Erinnere mich jetzt, Vater, denn ich bin der Welt müde, die ich sehe. Offenbare, was du möchtest, dass ich stattdessen sehen soll. Und wenn Gott offenbart und wir schauen über die Formen und Körper hinweg, dann sehen wir eine strahlend schöne Welt. Dann sehen wir nicht mehr die Menschen, sondern wir sehen göttliches Licht. Der Heiligenschein, den wir in jeder Kirche sehen können, den aber nur Auserwählte um sich herum scheinen haben. Du hast ihn auch. Wir alle haben dieses Licht. Aber bei den meisten ist es vom Ego runtergedimmt auf ein kleines Sparflämmchen. Und wenn wir jetzt sagen, ich bin der Welt müde, dann bin ich müde, immer nur auf Sparflamme zu brennen. Ich möchte strahlen, ich möchte leuchten und ich möchte, dass Gott durch mich hindurch strahlt und leuchtet. Bist du bereit dazu, dein Licht jetzt hochzudrehen und zu sagen, Gott, offenbare, was du möchtest. Was soll ich denn stattdessen sehen? Statt der Welt, die mich so müde macht, die mich so erschöpft. Und wenn du aufwachst, wenn du erwachst, dann siehst du hinter den Formen und Körpern nur noch strahlende Liebe und strahlendes Licht. Und du gibst dein Licht mit Freude, denn dein Gegenüber, das ja du selbst bist, wird dir immer mit einem strahlenden Lichterschein antworten. Das ist die wahre Welt, die wir heute sehen wollen. Ihr Lieben, tragt dieses Licht in die Welt, teilt das Video mit euren Freundinnen und Freunden in der Familie. Bitte abonniert meinen Kanal, denn wir wollen ein großes Licht in diese Welt tragen und wir wollen unser Licht feiern. In unseren Satsangs, in der Community, klicke unten einfach auf den Link, informiere dich über unsere Community, wo wir praktizieren, wo wir leuchten und strahlen. Ich sage für heute Namaste. Und jetzt lass dich fallen in die Liebe Gottes, dein Licht, das aus dir strahlt. Alles Gute für dich und ich erfreue mich an deinem wundervollen Strahlen. Alles Liebe.